Hallo liebe PVC-Weltfreunde, in dem heutigen Video zeige ich euch alles rund ums Magnetventil. Das Magnetventil ist in vielen Geräten verbaut, wie zum Beispiel in der Waschmaschine oder der Kaffeemaschine. Aber auch im Sanitärbereich oder der Bewässerung hat es eine wichtige Rolle. Wenn Ihre verfügbare Wasserleitung zum Beispiel in der Gartenbewässerung nicht ausreicht, müssen Sie Ihre Bewässerung in mehrere Kreise aufteilen. Hier können Sie in Verbindung mit einem Steuergerät dann die einzelnen Magnetventile steuern und somit die einzelnen Kreise mit Wasser versorgen. Es gibt zwei Kammern im Ventil, einmal über der Membrane und eine unter dieser. Das Wasser tritt durch den Eingangsbereich ein und drückt auf die Membrane. Nun ist hier in der oberen Kammer der Druck höher als in der unteren. Wenn ein Impuls an die Magnetspule gegeben wird, öffnet sich diese und das Wasser fließt durch einen kleinen Kanal in die untere Kammer. Der Druck im unteren Bereich steigt und hebt die Membrane nach oben, sodass ein Durchfluss entsteht. Sollten Sie die Ausführung mit Flow Control gekauft haben, hat das Magnetventil noch eine Einstellschraube. Hierüber kann die Durchflussmenge eingestellt werden. Das RPE-Magnetventil bekommen Sie bei uns von 1/2 Zoll bis 2 Zoll mit 24 Volt Gleichstrom und 24 Volt Wechselstrom mit Innen- und Außengewinde und ohne Flow Control und mit Flow Control. Bei den Ventilen wird ein Vorlaufdruck von 0,4 bar benötigt. Sie sind stromlos geschlossen und besitzen keine Entlüftungsschraube. Die Magnetspule lässt sich ganz einfach durch einen Handgriff entfernen. Hunter-Magnetventile sind am beliebtesten, wenn es um die Bewässerung geht. Diese gibt es bei uns nur in 1 Zoll. Die Hunter-Magnetventile sind stromlos geschlossen. Bei den Magnetspulen gibt es entweder 9 Volt Gleichstrom oder 24 Volt Wechselstrom. Die Ventile gibt es mit Außen- und Innengewinde und ohne Flow Control und mit Flow Control. Die Hunter Magnetventile haben eine Entlüftungsschraube. Wie der Name schon sagt, kann diese geöffnet werden, um die Luft aus der Leitung zu lassen. Es gibt zwei unterschiedliche Typen, das PGV und das PGV Chartop Modell. Um an die Membrane zu kommen, müssen Sie beim PGV Modell die 4 Schrauben entfernen, während das Chartop Modell wartungsfreundlicher ist. Dieses lässt sich ohne Werkzeug ganz einfach öffnen. Im Angebot haben wir auch den Akkusink, der speziell für die Hunter Magnetventile entwickelt worden ist. Hierbei handelt es sich um eine Druckreguliereinheit, die zwischen Spule und Ventil montiert wird und man manuell den Druck zwischen 1,5 und 7 bar regulieren kann. Neben Ersatzteilen haben wir auch einen Einstellschlüssel, der das Drehen der Einstellschraube erleichtert. Bei dem RPE und Hunter Magnetventil können Sie durch eine Viertelumdrehung an der Spule das Ventil öffnen. Die gezeigten Magnetventile verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung oder ihr findet sie auf www.pvc-welt.de.